Scientific Testing ist eigentlich nichts anderes als alle wissenschaftlichen Messungen, die regelmäßig mit den Athletinnen und Athleten durchgeführt werden. Zum Einsatz kommen eben beispielsweise bildgebende Verfahren, aber auch kardiovaskuläre und neuromuskuläre Messmethodiken. Und durch die Gesamtheit dieser Daten erhalten wir eigentlich ein sehr gutes und ein sehr genaues Bild vom Ist-Zustand der körperlichen Leistungsfähigkeit. Die Messdaten werden zuerst von den R&D-Mitarbeitenden aufbereitet und ausgewertet. Schaut mir ja mit dem Ultraschall eigentlich so ein bisschen ins Innere des Muskels. Bei der Querschnittsfläche geht es darum, dass man manuell, das heisst per Mausklick, dieser Abgrenzung nachfährt und so eigentlich die Querschnittsfläche einzeichnet und schlussendlich eine Berechnung macht von der Fläche. Ja, der Rico braucht es darum, weil wir mittlerweile so viele Daten, sprich Ultraschallbilder generiert haben, dass wir schlichtweg fast nicht mehr nachkommen mit manuellem Analysieren. Von der Messung bis zu einer wirklich auswertbaren Information müssen die Daten, die produziert werden, aufgearbeitet werden. Und der Analytics-Teil versucht, diesen Bearbeitungsprozess zu vereinfachen. Hauptsächlich durch Automatisierung. Und dass der Computer alles, mehr oder weniger alles kann lösen bis zum effektiven Endresultat. Es ist gerade eine bisschen größere Dimension, wo man eben die einzelnen Daten gruppiert, wie man natürlich im OIM die Messungen überzieht, wiederholt bei den Athleten und Athletinnen. Das heißt eigentlich, jede Messung wird zu einem Datensatz. Und sagen wir, der Bereich Data Science ist wirklich, bemüht sich damit, so viel wie möglich Wissen aus den Daten rauszuziehen wie möglich. Im Sport sind wir noch ziemlich am Anfang. Also wir haben noch ziemlich viel erforschen und ausarbeiten. Wir den Testresultat natürlich auch nutzen, um die Trainingsmethode weiterzuentwickeln. Das heisst, dass wir uns im Alltag einfach allgemein mit dem Testresultat der Athletinnen und Athleten beschäftigen und uns auch so mit der Literatur vergleichen. Also sollte das alles so zusammenwirken, dass die Athleten den Nutzen davon haben, gerade direkt. Ich bin noch nebenbei mit dem Nutrition zusammen und ich arbeite zusammen für die Education, das heisst mit dem Trainingsinhalt und auch Inhalt der Ernährung quasi aufarbeiten und dann den Athleten weitergeben, dass sie dann auch verstehen, was wir auch machen und was das ihnen bringt. Wir arbeiten auch noch im Agile Release Train, um Messmethodiken weiterzuentwickeln. Anschliessend werden im Rahmen von sogenannten taktischen Teams, das heisst mit Personen aus allen Kernbereichen, Daten interpretiert und mit den Verlaufsdaten in den Gesamtkontext gestellt. Die Interpretationen von diesen Gesprächen dienen für die Steuerung des Athletiktrainings, aber auch für Trainings und Behandlungen des Athlete Health Management und unterstützen den Bereich Nutrition. In Abhängigkeit von der Testfrequenz kann man so in teils sehr kurzen Iterationsschritten Anpassungen im Programm vorgenommen werden. Jedes Testresultat ist eigentlich der Start eines neuen Entwicklungszyklus.